Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unserem heutigen Tag am 20. August 2017? Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Löwe und nähert sich zur Sonne. Morgen ist auch Neumond. Die alten arabischen Astrologen nennen diese Bewegung, diese Tagesbewegung des Mondes als Futterkrippe. Dieser Begriff kommt nicht ungefähr, sondern es ist ein Sternbild im Himmel. Und in die Nähe von Futterkrippe sind auch zwei Esel. Die südlichen Esel und die nördlichen Esel, die sind die beiden Aselius, die südlichen Aselius und die nördlichen Aselius. Und diese Esel sind ganz bekannt in Mythologie. Es gab einen Krieg zwischen Titanen, Giganten und zwischen die Götter. In die Seite von Götter kämpfte Vulcanus, die Gott der Feuer- und Schmiedekunst und auch die Waffenherstellung. Und das war nicht der Erfolg, die Götter, das ganze Krieg hat so ausgesehen, dieser Krieg gewinnen die Titanen, bis dann die Esel kommen, und das sind die beiden Esel, die südlichen und die nördlichen Esel, und angefangen haben geschrien. Und dieser Geschrei, das war unbekannt, mindestens mal unbekannt bei den Titanen und Giganten, die waren die Riesen. Und sie haben so Angst bekommen, dass sie davon gelaufen sind. Und so haben die Götter diesen Krieg gewonnen, Dank auch für die beiden Esel. Und das wurde verherrlicht und im Himmel gesetzt, im Sternbilder, und da sind die beiden nördlichen und die südlichen Esel im Sternenhimmel, die beiden Sternbilder. Und genau in diesem Bereich bewegt sich der Mond und vermittelt diese Energie. Dort, wo die Esel befinden, ist auch die Futterkrippe, und so beschreiben auch die arabischen Astrologen diese Mondbewegung. Die nennen diesen Bereich als Futterkrippe, daher ist der Begriff. Und was beschreiben die alten arabischen Astrologen für den heutigen Tag? Wir brauchen einen Sieg über unsere Feinden. Und was sind das für Feinde? Natürlich, das kann auch die Realität entsprechen, aber oft sind unseren Feinden unserem eigenen Gefühlszustand, wie Angst und Zweifel und Schuldgefühl, und da brauchen wir auch einen Sieg. Und wie bewegen die Planeten oder wie erleben die heutigen Tag die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Bewegung ist gerade bei Tierkreiszeichen Löwe, obwohl ein gewisser Rückzug ist wichtig. Weil in dieser Rückzug, in dieser Ruhe liegt die Kraft bei den Löwengeborenen. Und sie brauchen gerade die Kraft, weil es kommen Neuigkeiten. Es kommt etwas in Bewegung und die kommen auch zu neuen Ideen. Und wenn die Neumond vorbei ist, dann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Und hier liegt auch das Glück, und das habe ich erklärt in meiner Glücksenergie heute, weil da sind momentan die Tierkreiszeichen Löwengeborenen betroffen. Also wichtig ist die innere Kraft, das innere Erfolg, ein gewisser Rückzug, dann neue Ideen, die Möglichkeiten, Chancen, Bewusstsein, aber auch unserem Feinde erkennen. Und dann kommt die Bewegung. Und das trifft speziell die Löwengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist wichtig das Selbstausdruck, eine Persönlichkeit zu sein und es auch zeigen in Öffentlichkeit.
auch wenn die Jungfraugeborenen neigen nicht unbedingt dazu, im Mittelpunkt zu stehen, es ist gerade trotzdem wichtig, sich selbst zu präsentieren. Und das ist die Energie der Jungfraugeborenen. Die Gespräche nehmen etwas zurück. Das kommt aber wieder. Kann auch bedeuten, dass das Kontakte sind von Vergangenheit. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist wichtiges Thema die Werte und Wertschätzung und auch die Finanzen, hängt alles zusammen. Und heute begeistert etwas die Waagengeborenen. In den vergangenen Tagen war etwas bei den Waagengeborenen, was sie als ungerecht empfunden haben, das lässt nach, das klärt sich auf oder beruhigt sich wieder, kommen neue Eindrücke und das begeistert momentan die Waagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist wichtig, die Zuhause, weil das gibt die Stabilität und Sicherheit und die Skorpiongeborenen brauchen immer wieder diesen Rückzug, zum Kraft zu kommen, aber die Bewegung ist auch wichtig. Und diese Bewegung gibt Glück bei den Skorpiongeborenen, wenn das in die vertraute Umgebung ist. Wie eine kleine Reise zu machen, dann die Verwandten oder Freunde besuchen oder etwas unternehmen in Nachbarschaft. Also diese kleinere Bewegungen ist ein Vorteil gerade bei den Skorpiongeborenen. Auch wenn momentan emotional ein bisschen aus dem Gleichgewicht raten die Skorpiongeborenen in die kommenden Tagen, beruhigt sich das alles. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, die Wünsche, Sehnsüchte als ernst zu nehmen, das in Form zu bringen. Jetzt kommen Möglichkeiten und Chancen für diese Veränderung und diese Kraft spüren Sie die Schützengeborenen. Was noch Kraft gibt für die Schützengeborenen, das ist das eigene Zuhause. Kann auch bedeuten, dass die ihren Kraft da einsetzen, weil etwas verändern, renovieren oder ziehen um. Weil die Zuhause ist auch ein wichtiges Thema zurzeit bei den Schützengeborenen. Und heute begeistert etwas die Schützengeborenen und es fühlt sich auch gut an, weil sie haben gerade auch Erfolg. Die nächste Tierkreiszeichen sind die Steinbockgeborenen. Die Steinbockgeborenen verspüren gerade eine gewisse innere Unsicherheit. Und sie sollen diese Unsicherheit überwinden. Es kann auch sein, dass eine bestimmte Lebenssituation erscheint jetzt unklar, undeutlich. Kann auch bedeuten, dass Einflüsse von außen kommen und das verunsichert momentan die Steinbockgeborenen. Die Steinbockgeborenen fühlen sich auch erschöpft und kraftlos. Die brauchen einen Ausgleich und das ist die Lebensfreude und sie sollen den Tag genießen. Liebe Partnerschaft sollen die Steinbockgeborenen bewusst wahrnehmen, auf anderen zugehen, andere wahrnehmen, ihren Gefühlen, Gefühlen annehmen, Gefühlen zeigen, weil das belebt die Partnerschaft. Und die Steinbockgeborenen, die alleine sind, sollen ihre Möglichkeiten, Chancen mal sehen und auf anderen zuzugehen. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist ein wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, aber auch die berufliche Situation, weil da suchen die Wassermanngeborenen neue Möglichkeiten. Viele möchten etwas verbessern im beruflichen Situation, anderen möchten beruflich verändern. Die Möglichkeiten, Chancen sind da, muss nur auf diese Richtung schauen und es bewusst wahrnehmen. Da kommt auch mehr Klarheit, mehr Orientierung, vielleicht nicht im Augenblick, aber in die kommenden Tagen bekommen die Wassermanngeborenen diese Möglichkeit und kommt auch mehr in Bewegung. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen gibt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Vergangenheit kränkt noch.
Im Gegenwart sollen die bleiben. Und die Planung, die Richtung ist die Zukunft. Und das ist ein Prozess, gerade bei den Fischengeborenen. Das sparen viele Enttäuschungen. Und was die Fischengeborenen begleitet in diesem Weg, das sind ihre Kraft. Und das kommt von innen. Das sind ihre Intuitionen oder ihre Visionen oder Träume. Und das können die Fischengeborenen vertrauen. Und genau diese Vertrauen brauchen auch. Heute entsteht eine gewisse innere Unsicherheit. Und das sollen die Fischengeborenen auch überwinden. Und in den kommenden Tagen kommt mehr Klarheit oder erkennen etwas die Fischengeborenen, ein bisschen Geduld noch. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist gerade eine Wandlung und auch wenn das etwas noch gebremst ist und die Veränderungen kommen etwas später, trotzdem ist etwas da, was momentan die Wiedergeborenen begeistert. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, die Sicherheit, Stabilität, die Beruf und Berufung, auch die Erfolg und Anerkennung. Einige Stiergeborenen starten die Selbstständigkeit. Es kehrt etwas zurück von Vergangenheit. In die Liebe, Partnerschaft ist auch angenehm, gerade bei den Stiergeborenen. Was die Kontakte betrifft, da sollen die Stiergeborenen etwas zurückhaltend sein, geduldig sein. Es kehrt etwas zurück oder jemand zurück von Vergangenheit. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein Aufstieg, besonders in beruflichen Situationen. Und da sind Möglichkeiten und Chancen und das werden die Zwillingsgeborenen auch wahrnehmen und die haben auch die Kraft gerade, sich zu beweisen und sie werden das auch bewältigen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig Liebe, Partnerschaft, aber auch Freundschaften. Und es ist auch Einflüsse von außen oder eine Nachricht oder eine Begegnung und dass dieses Glück, dieses Liebesglück verspüren auch gerade die Krebsgeborenen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.